Willkommen zurück bei FIFA 14 Karrieremodus mit dem HSV. Und Chalhanoglu zahlt das zurück. Jetzt habe ich es nicht mehr gesehen. Moment. Na? Zahlt das Vertrauen des Trainers zurück. Sehr schön. So, ja, gestern ja leider ein 0-0 gegen Schalke. Das hätte gerne besser laufen können. Also das war echt schade. Aber nun gut, ich hoffe jetzt, dass wir dann gleich Nelken bekommen. Machen auch gleich mal auf Stopp hier. Aus Italien haben wir jetzt mal hier ein bisschen was noch Schickes. Was haben wir denn hier noch so? Gucken wir mal. Okay, den beobachte ich sowieso schon. Naja, okay, es ist nicht so das Hochqualitative, was man haben möchte, aber okay. Ja, ich weiß gar nicht, was haben wir denn geboten für Olajan? Also die wollen 7,5, aber was haben wir denn geboten? Kann man das nochmal nachsehen hier? Ach, wir haben 4,3 geboten. Okay, ja, nee, das... Da müssen wir ihn uns leider erstmal aus dem Kopf schlagen. Schade. Aber okay. So, und der Panafort, da kann wieder mitmachen. Das ist sehr schön. Dann kommt er gleich mal wieder in die aktive Mannschaft rein. Natürlich auch wieder als Kapitän, ist ja klar. Ist zwar noch ein bisschen angeschlagen, aber macht ja nichts. So, Chalhanoglu. Was? Der ist eigentlich LM? Holy shit. So, wer geht mal raus hier von euch Schnitten? Ihr hat, Moment. Ich tue mal eben kurz Badelli raus. So, da hätte ich nämlich gerne den Jiracek. Ich finde, Jiracek ist irgendwie noch ein bisschen besser als Badelli. Weiß nicht, irgendwie... Er überzeugt mich nicht so sehr. So, dann haben wir das jetzt hier auch wieder. Van der Vaart also wieder zurück im Kader. Das ist doch schon mal sehr, sehr schön. Das ist noch alt. Von Nelken. Und dann geht's aber auch gleich zur Pressekonferenz. Und dann machen wir gleich direkt mal wieder stoppen und wir spielen gegen Hoffenheim. Okay, habe ich auch gar nicht jetzt gewusst, aber das ist schon mal schön. Hey, gestoppt. Nein, stoppen, nein. Ah. So, den Abschlussbericht. Zu Sissoko. Na, jetzt zeigt ihn eben nicht an. Jetzt will er ihn doch anzeigen. Wo ist er denn jetzt? Scheiß drauf. So, ich habe gerade schon gesehen. Ach, da war der Abschlussbericht. Aber, okay. Nee, doch nicht. Hä? Warum wäre ich nicht direkt zum Bericht hingeleitet? Aber okay. Ja, egal. Oh, sie wollen unbedingt 1-4. Wieso wollen sie denn unbedingt 1-4? Ich habe ihnen das letzte Mal auch 1 gegeben. Boah, meine Fresse, Mann. Dann geben wir jetzt eben 1-4. So, in your face. Bams. Auch egal. So, Pressekonferenz natürlich auch nochmal eben schnell. Ah, ich überlege gerade, loben wir mal einen Spieler von uns? Ich glaube, wir loben mal einen Spieler. Wen loben wir denn mal? Ah, komm, Van der Vaart, du bist ja gerade erst wieder zurück. Komm, wir motivieren mal eben Lasogga, dass er jetzt mal ordentlich Tore schießt. Das wollen wir ja jetzt sehen. Er kam jetzt auch von von Berlin kam er. War also von Hertha. Gegen die spielen wir nicht, wir spielen gegen Hoffenheim. Warum steht bitte Manu warnt jungen Lasogga? Das ist echt scheiße. Ich meine, das ist doch eigentlich nicht motivieren, oder? Also motivieren ist für mich was anderes. Gucken gleich nochmal nach. Wir simulieren das jetzt nochmal eben kurz dahin zum Spiel. Aber das war schon bei FIFA 13 so. Wenn man halt einen Spieler aussucht, dann kann man ihn loben, dann kommt noch was Gutes. Aber wenn man dann motivieren macht, dann kommt hier, pass up, du kleiner Bub, ja? Du bist leicht ersetzbar oder sowas. Das finde ich ein bisschen schade, weil das ist eigentlich keine Motivation. Ich meine, können wir das nochmal ganz kurz nachgucken? Ich glaube nicht mehr. Nee. Aber wir haben auch schon wieder was da im Postkasten, sehe ich gerade. Müssen wir natürlich wieder nachgucken. Ach, aktuell ist aus Deutschland, ist das.
Dann gucke ich nochmal ganz schnell nach. Losilla, aha. Marcel Schmelzer. Den können wir mal beobachten, wie viel er dann auch kostet. Also, er ist zwar nicht mein Lieblingsspieler, aber er ist ja trotzdem ganz gut eigentlich. Hoffa. Ich glaube, der war, glaube ich, ganz gut. Natürlich nicht der Beste, sonst würde er nicht bei Braunschweig spielen. Naja, Form ist gerade dürftig. Aber er hat das gewisse Etwas, steht da. Ja, also das könnte vielleicht auch nochmal was werden für die spätere Zeit. Ja, man weiß es ja nicht. Müssen wir gucken. So, Nachricht von Spielern. Chalanuglu, ich habe momentan viel Spaß am Fußball und habe gut gespielt. Deshalb bin ich ein bisschen beunruhigt, dass ich derzeit nur für die Ersatzbank eingeteilt bin. Ich möchte in die Startaufstellung. Ja. Nö. Oder? Ich weiß nicht. Sieht nie aus. Ja, okay, doch, Van der Vaart ist immer noch verletzt. Den werde ich dann doch nochmal gleich raustun müssen. Ich meine, ich kann ja nicht mit dem verletzten Van der Vaart da jetzt gegen Hoffenheim antreten. Das geht natürlich nicht. Ja, cool, wir sind sogar heim. Theoretisch können wir auch mit dem klassischen Trikot spielen. Aber wir spielen normal heim, die spielen auch als heim, mit dem Heimtrikot. So, und Van der Vaart muss leider wieder raus, finde ich schade. Also ich hätte gerne mit Van der Vaart jetzt gespielt, aber mein Gott. Was? Ist doch alles okay. Also eben wurde er mir hier als verletzlich angezeigt. Aber okay. Moment, er hat er noch. Er ist ja eigentlich LM. Ich würde sagen, wir geben ihm mal eine Chance als LM. Ne? Bist LM, also spielst du jetzt auch mal LM. Schiedsrichter ist Ludger Falk. Imtech Arena ist klar. Profi spielen wir, okay, haben wir es auch geklärt. Gestern war ich mir nicht mehr so sicher, aber ich meine, ich hätte ja sonst auch natürlich gewonnen. Ich meine, hätte ich jetzt auf Halbprofi gespielt, hätte ich ja Schalke locker abgezogen, natürlich. Aber ich bin echt schlecht, ey. Minus 400 schon. Oh, daneben. Na, egal. Los. Die Party beginnt dann jetzt mal. Ja, wir sind natürlich in der Bundesliga TSG Hallo, liebe 1899 Zuschauer, Hoffenheim gegen den hier Hamburger Holger. Sportverein in Ich der begrüße Sie Imtech heute Arena. aus der Hier, Imtech die Arena. Spieler laufen alle ein. Sie sind Denn hochmotiviert in der heutigen und Partie geht wollen es die darum, drei dass Punkte für vor sich holen. Gegner Spielkommentar kommen. natürlich Frank Buschmann und die Breukmann. Und mit dazu ich. Ludger Falk wird die Partie heute pfeifen. Nochmal ganz kurz hier die Aufstellung. Wir spielen wie immer eine 4-2-3-1. Mit natürlich klar Sogger im Sturm. Wen auch sonst? Hoffenheim gucken wir uns auch nochmal eben an. Roberto Firmino wäre auch nochmal eine Idee. Ist auch ein ganz guter Spieler. Wo spielt denn der? Wo haben sie ihn denn? Sie haben ihn da als ZOM. Okay, da brauche ich ihn eigentlich nicht, aber ich glaube, man kann ihn auch außen einsetzen. Und dann geht die Partie jetzt mal los. Wieder auf hoher Druck und Team Pressing. Und dann vernichten wir jetzt mal Hoffenheim. Also, hoffen vernichten wir sie. Aber das war schon nicht gut gespielt. Eigentlich wollte ich da hochspielen, rüber zu Lasogga. Der hat sich da einen freien Raum erkämpft. Ja, gut gemacht, bester Mann. Schön noch reingegrätscht. Aber ein bisschen war da nach unten gepasst und dann. Wer der Beister, glaube ich, war das wieder rangekommen. Boah, weiter Pass. Was? Was? Willst du mich verarschen? Oh mein Gott, warum war er denn auf einmal da so alleine? Ach du Kacke. Okay, ich bin ja auf Konter anscheinend. Auf einmal ein langer Pass und der ist durch. Ey, Alter, jetzt lasst sie da nicht zum Tor kommen. Boah, Van der Vaart, Van der Vaart, Van der Vaart und 1-0!
Sehr schön, das erste Tor an diesem Wochenende ist mal gefallen. Ja, 13 Minuten von Rafael Panafa. Ja, er macht einen hier auf Balotelli. Sehr schön gemacht. 1-0 führen wir jetzt gegen Hoffenheim. Sehr schön. Das sieht nochmal jetzt nach 3 Punkten aus. Hoffentlich können wir es halten und auch die Führung noch ausbauen natürlich. Ich meine jetzt 1-0. Wir haben jetzt gesehen, was wieder geht. Kaum ist der Kapitän wieder da. Der Rafael van der Vaart und schon macht er auch das 1-0. Oh, van der Vaart wieder am Ball. Van der Vaart. Ah, Mist, diesmal lässt er sich aber leider abbringen. Schade. Aber wieder eine gute Gelegenheit. Also zum Glück habe ich da jetzt nicht Çalhanoğlu reingetan, sondern hat da van der Vaart drin gelassen. Hat sich ja auch schon mal Zeit gemacht. So, wieder van der Vaart. Oh, was war das denn? Das war natürlich nichts. Da ist er irgendwie ausgerutscht oder keine Ahnung. Hat sich vertreten. Auf jeden Fall, das war ja echt Bullshit. Oh, wieder van der Vaart. Irgendwie, es geht gerade sehr viel über van der Vaart. Van der Vaart. So, jetzt kommt aber Hoffenheim doch mal wieder. Die Kommentatoren, die sagen, glaube ich, irgendwas gerade über den HSV, weil da gerade was eingegründet wurde, aber ich kann es leider jetzt nicht hören. Ich muss mir nochmal so einen Verteiler kaufen, damit das Signal in die PS3 und auch noch in den PC reingeht. Ja, momentan höre ich halt nur den PC in Dolby Surround oder überhaupt nur den PC. Und eben nicht die PS3. War zu weit eingeworfen. Können wir gleich wieder kontern und apropos Konter, ich spiele auch jetzt mal auf Konter. Ich meine, wir führen und wieso nicht? Man kann es ja mal versuchen. Vielleicht entdecken wir jetzt halt eine neue Taktik mal für uns. Bin ich mir zwar nicht so sicher, weil man auch fürs Kontern gute, schnelle Leute braucht und die haben wir nicht so wirklich. Ah, von da wollte ich sogar gerade abziehen, aber das. Oh, stehst du wohl wieder auf. Ich wollte gerade sagen, wenn der da jetzt liegen bleibt und verletzt ist, dann ist aber hier richtig Arschgeballer. Die Erwartungen sind hoch. Kann er sie erfüllen, Frank? Die klassische Anspielstation. So wieder ein langer Ball, diesmal kommt aber zum Glück nicht an. Nur bei Jansen. Oh, jetzt ein langer Ball, komm. Oh Mann. Hinter diese langen Bälle, da muss ein bisschen mehr Wumms. Sonst kommen die kommen nie an. Da muss viel mehr Wumms hinter. Das wird sonst nichts. Dickmeier. Ah, okay. Einwurf gibt's. Ich wollte eigentlich gerade nochmal flanken, aber dann hat er mir einfach den Ball weggeluchst. Dickmeier. Miserable Flanke. Das war natürlich nichts. Oh, Lasogga! Nein! Was? Und nochmal Nachschuss. Oh Gott, die Latte. Nein. Da geht der Ball nicht rein. Das hätte das 2-0 sein können. Oh Mann. Die Pechsträhne geht weiter. Schon im zweiten Testspiel haben wir ja eigentlich schon ein paar Chancen gehabt, aber immer wieder Aluminium getroffen und das sitzt jetzt auch hier fort. Oh Mann, das war echt. Das war echt eine gute Chance. Scheiße. Aber okay, wir führen 1-0, also ist in Ordnung gegen Hoffenheim. Van der Vaart 13. Minute, da wäre jetzt auch noch ein bisschen mehr drin gewesen eigentlich. Aber okay, Nürnberg zur Halbzeit 0-1. Bayern Frankfurt 1-1. Komm, Frankfurt, ihr schafft das. Ja, komm, geht nochmal richtig Gas und dann besiegt ihr mal diese kleinen Bayern. Wolfsburg gegen Schalke 0-0. Wie auch bei mir, Werder Bremen führt gegen Augsburg 2-1. Ich habe zwar schon jemanden, der da erschöpft ist, aber das ist mir erstmal völlig Schnuppe. Die zweite Halbzeit ist angepfiffen. Ah, wieder nicht gespielt von Lasogga. Ah, das muss besser werden. Souverän geklärt.
gemacht vom Beister, zweimal den Ball zurückerobert. Und jetzt lauf, komm, lauf, Lasogga, lauf um dein Leben. Nein, nicht schon wieder. Immer mit Lasogga, nein. Schon wieder. Ich dachte, oh, vielleicht mit ganz viel Glück geht er noch wieder rein, aber oh, der geht schon wieder gegen Aluminium. Das gibt's doch nicht. Wieso immer ich? Ich immer mit dem HSV. Oh, Mann, das ist. Oh Gott, ey, das ist alles scheiße. Kacke! Oh Mann, darauf ging ich erstmal jetzt was. Ah, Mann, oh Mann. 54. Es könnte ja schon 2-0 oder sogar 3-0 stehen, aber nein, der Fußballgott, der hat was anderes mit uns vorgesehen anscheinend. Wir sollen einfach nicht so wirklich gut werden oder hoch gewinnen gegen Hoffenheim. Aber okay. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, super Reflexe von Adler. Super gemacht. Da war nämlich ganz alleine da der Hoffenheimer Spieler. Das wäre echt ein Fehler von der Abwehr gewesen. Ein grober Schnitzer. Und wir laufen da auf Van der Vaart. Okay, den kann man natürlich nicht wirklich in ein Laufduell schicken mit seinen, keine Ahnung, 60 Tempo. Oh, da sagt er halt auch wieder ein bisschen langsam. Aber er kämpft sich wenigstens den Ball. Lasogga behauptet man auch ganz gut den Ball, also der hat eine ganz gute Stärke. Ich habe mir zwar die Wette noch nicht so wirklich angeguckt, aber so vom Spielen her hat er doch schon eine ganz gute Stärke anscheinend. Zwar nicht so gut wie Ibrahimovic, aber trotzdem beachtlich. Ah, schade, nochmal einmal aufgeploppt auf den Boden. Ja, das sollte mal eigentlich eine Flanke werden. Aber war auch wieder nichts. Das ist ja scheiße. So, wir müssen mal eben auswechseln, auch wenn es jetzt gerade ein bisschen zu spät ist, schon fast, weil er hat jetzt eben schon abgeschossen, aber egal. So, Van der Vaart geht raus. Iličević, kommt rein. Wen haben wir noch? Manzien. Nee, wir machen mal Arslan raus und dafür kommt dann der Rincon. Haben wir auch schon alle drei Auswechselmöglichkeiten ausgeschöpft? Dann warten wir nur noch bis zum nächsten Pfiff. Und dann werden sie eingewechselt. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. So, wir müssen mal ein bisschen sicherer spielen, also ein schickes Spielaufbau, würde ich mal sagen. Dickmeier. Der Dickmeier zum Beispiel, der da kommt und dann einfach mal, das war, mein Gott, das war. Den hätte ich auch erstmal gerne normal annehmen können, ja. Das war natürlich nicht so geil gemacht. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gesehen habe, dass ein Trainer auf einmal. Aber mach nicht, 70. Minute. 1-0 ist knapp. Aber ich meine, wenn wir immer wieder die Chancen vergeben, dann ist es nun mal so. Mein Gott, ist das fahrlässig, an dieser Stelle den Ball zu verlieren. Es wird der Tag kommen, da stehe ich gegen Bayern im DFB-Pokalfinale. Und dann werde ich da garantiert auch eine Chance nach der nächsten verhauen. So, aber erstmal kommt jetzt Beck, bekommt Gelb gegen diesen Foul, der Kapitän von Hoffenheim. Foult da immer so Iličević um, der da eben erst ins Spiel gekommen ist. Also immer gleich auf die 9 drauf. Und das war keine gute Flanke, die geht so direkt zum Gegner. Jetzt hat Hoffenheim wieder eine gute Chance. Meine Abwehr hinten ist leicht unsortiert, aber kein Ding. Giroud, der macht das da. Na, das war viel zu dumm gedacht von mir. Muss denken wie der HSV. Scheiße. Ich hab schon wieder zu klug gedacht. Boah, Rincon. Kannst eh nix. Oh, doch, kannst du was. Du kannst was. Komm, jetzt schieß. Oh nein.
Oh Gott, ja, komm hier bitte. Scheiße. Sorry, aber ist raus. Die Chancen sind da, aber wir verwerten sie nicht. Das ist doch echt unfassbar. So, und jetzt haben sie nämlich wieder einen schicken Konter. Wir machen auch mal eben auf Defensive. Und erst recht spannend wird die Schlussphase. Defense. Oh, Jiracek. Scheiße. Wurde abgegrätscht dabei. Oh, Adler. Uiuiui. Also, nicht ganz ungefährlich, da so reinzugehen. Man kann in diese Stimmung jetzt eintauchen. Und diese Unterstützung, das kann der entscheidende Faktor sein. Schönes Stellungsspiel, so kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. So, das könnte jetzt die letzte. Wir haben es gleich geschafft, wir spielen es nochmal auf sehr defensiv. Noch 2 Minuten Nachspielzeit und jetzt hat Beißer nochmal die Chance. Komm, du bist doch eigentlich schnell. Oh, komm, setz dich durch, komm, setz dich durch. Komm, 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 jetzt einmal schicken. Ah, das gibt's doch nicht. Boah, Beißer, ey, weißt du, du bist so ein kleiner Mutter. Punkt, Punkt. Oh Gott, ey Mann, der ist eigentlich doch relativ schnell. Auf einmal überholt der Gegner ihn da wieder. So, egal, 3 Punkte sind im Sack. Oh, das hätte eigentlich doch, keine Ahnung, 5:0 ausgehen müssen. Nein, natürlich nicht, aber so ein bisschen mehr hätte ich eigentlich schon erwartet. Ich meine, ich hatte 6 Schüsse aufs Tor. 2:0, 3:0 hätte ich schon erwartet, vor allem wegen den Chancen, die waren. Sind zwar nicht so viele wie sonst, ne, aber ich meine, die waren schon relativ hochprozentig, ja, also die sind so hochprozentig gewesen wie meine Milch, ne, also 3,9%, das ist schon ganz schön viel. Ja, unfassbar, also Chancenverwertung passe ich mich der Realität wenigstens an und Bayern hat nur 1:1 gespielt gegen Frankfurt. Super geil, dass die nur ein Unentschieden rausbekommen haben. Das ist doch immer schon mal sehr gut. Guck mal, wir sind Platz 5. Sogar eigentlich gleich mit Bayern. Und Hoffenheim hat sogar noch ein Spiel mehr. Also, ach, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken drum. Also, wir haben auch jetzt einmal da noch so ein Büro-Ding. Wir simulieren noch kurz ein Stückchen. Vielleicht wird ja auch schon dann jetzt mal entschieden, ob denn mal der kommt. Jetzt zu uns erstmal, das ist mir egal, Transferangebot. Zu Heiko Westermann. Ah, okay, Moment, also Santos hat erstmal akzeptiert. So, 5 Villa. So, du bist ein wichtiger Stammspieler bei uns, wirst du sein? Puh, Moment, erstmal muss ich jetzt hier nochmal die letzte Partie. Danke, dass Sie mich eingesetzt haben. Das zwar noch vom letzten Mal. Oh nein, jetzt bin ich zurückgegangen. Oh Mist, soll ich Westermann verkaufen? Ha. Huh. Also, ich habe ja noch Mancian da. So, und wenn ich Westermann verkaufe, habe ich ja ein bisschen Geld. Wie viel wollen sie uns denn überhaupt geben? Würde ich mal nachgucken. Freiburg möchte uns 3,2 Millionen geben. Ich bin mir nicht sicher. Also an sich mag ich Westermann so lala, um ehrlich zu sein, aber momentan ist er in einer guten Form und er ist glücklich bei uns. Also ich bin mir nicht sicher. Sollen wir es annehmen oder sollen wir es doch lieber ablehnen? Würde ich es annehmen, hätte ich 8,2 Millionen. Ich könnte sogar noch ein bisschen höher gehen. Weil nämlich mein Manager, der meint, Westermann war in letzter Zeit in einer guten Form und zählt auf seiner Position zu unseren besten Spielern. Sein Marktwert liegt zwischen 3,1 Millionen und 3,7 Millionen. Wenn Sie ein Gegenangebot in Betracht ziehen, könnten Sie einwilligen. Würde ich mal vorschlagen, 3,5 einfach mal so. Bei 3,5 hätten wir dann, ups, das waren 3,4. Okay, das wird nicht angezeigt, aber egal. Auf jeden Fall haben wir dann, Moment, wir haben dann 8,7 Millionen und damit kann man dann auch schon mal was ganz Gutes machen. Also ich gehe erstmal kurz wieder raus, ich lasse es noch erstmal, ich gucke nochmal eben, ne, gucke ich gar nicht. Also, es liegt bei euch, soll ich Westermann nun verkaufen für 3,5 Millionen und mir dafür einen neuen Abwehrspieler kaufen oder lieber doch? Nee, Westermann hat auch
Hat auch euch überzeugt und den soll ich lieber doch behalten. Dann in die Kommentare damit und jetzt dann vielen Dank fürs Zugucken und dann bis morgen zum nächsten Bundesligaspiel. Tschüss!